Kommt der Corona-Lockdown bei der deutschen Rentenversicherung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Seit dem 28. Oktober 2020 steht es fest, wir bekommen ab dem 2. November bis zum 30. November einen befristeten Lockdown. Die Gründe sind ja nun bekannt, es geht um Corona. Ich hatte heute aufgrund eines Beratungsgesprächs bei der Deutschen Rentenversicherung eine Information erhalten, dass am 30. Oktober bei der Deutschen Rentenversicherung ein Krisengipfel stattfindet und dass dort besprochen wird, ob und in welcher Form man dort bei der Deutschen Rentenversicherung auf diese neue Situation reagieren wird. Es kann also gut sein, dass Sie ab Montag, dem 2. November, bei der Deutschen Rentenversicherung nicht mehr persönlich vorsprechen können. Wir hatten ja so ein ähnliches Szenario auch schon im Frühjahr 2020 beim ersten großen Corona-Lockdown. Da ging ja monatelang bei der Deutschen Rentenversicherung nichts. Also Sie müssen sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass Sie keine persönlichen Vorsprachetermine mehr bekommen bei der Deutschen Rentenversicherung und Sie müssen versuchen, alle Ihre ganzen Probleme, die Sie mit der Rente haben, dann telefonisch abzuklären, was ja auch schon vor Corona ein Riesenproblem bei der Deutschen Rentenversicherung war. Bei uns persönlich läuft das so ab, dass wir uns natürlich nach Maßgabe der Corona-Regeln, dass Sie uns weiterhin dort persönlich auch kontaktieren können, dass wir telefonische Beratungen durchführen oder auch von Angesicht zu Angesicht. Also das wird bei uns auf jeden Fall auch weiterhin stattfinden. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und wir würden uns freuen, wenn Sie uns einfach über Internet oder Telefon kontaktieren und unsere Leistung in Anspruch nehmen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.